Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal werde ich in regelmäßigen Abständen Videos zu den Themen Koi, Garten und Aquaponik hochladen. Falls euch eines dieser Themen interessiert, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Heute habe ich mich relativ spontan dazu entschieden, meine Aufzugsstation jetzt doch schon umzustellen. Und zwar möchte ich die nächsten Tage beginnen, meinen Mistgrubenteich zu erweitern. Dort möchte ich den Filter umbauen, damit der leistungsfähiger wird und sauberer funktioniert. Und ich möchte den Hang weiter abfangen, dass ich da weitere Becken aufstellen kann. Da ich dazu die Becken komplett abfischen muss und entleeren muss, habe ich mir gedacht, ich sortiere dann gleich die neuen Aufzuchten aus diesem Jahr. Ich habe, wie gesagt, das Ganze jetzt relativ spontan gemacht, deswegen habe ich kein Stativ dabei. Ich möchte euch die Nachzuchten allerdings trotzdem gerne zeigen. Und ich werde euch davon jetzt eben die schönsten herausfangen und in einer kleinen Schüssel zeigen, da mein Selektionskescher, ja, wie ihr vielleicht aus dem letzten Video wisst, leider im Moment defekt ist. So kann man die Fische aber auch ganz gut begutachten. So, hier seht ihr jetzt die komplette Ausbeute bzw. die kompletten Fische, die bei mir geschlüpft sind und gewachsen sind. Ich habe hier auch noch nicht aussortiert, ob Fische mit Verkrüppelungen dabei sind oder irgendwelche Deformierungen. Deswegen werde ich die Fische jetzt einzeln durchgehen und euch dabei die Highlights zeigen. Was man auch schon sagen kann, dieses Jahr sind auf jeden Fall deutlich mehr Kohaku und vielleicht sogar der ein oder andere Showa dabei. So, hier habe ich euch mal 3 kleine Karashi herausgefangen. Der eine ist relativ hellgelb. Das kommt jetzt auf dem Video nicht sehr gut raus. Das sieht er eher ockergelblich aus. Das kommt wahrscheinlich auch wegen der Edelstahlschüssel. Und ja, die 2 großen Karashi sind auch gleichzeitig die größten Fische, die jetzt rausgekommen sind. So wie es aussieht, sind es tatsächlich nur 3 bis 4 Karashi. Die anderen sind alles Kohaku. Dazu dann später mehr. Allerdings sind die Karashi auch, so wie im letzten Jahr, wie gesagt, sehr groß. Es sind noch einige Chagoi dabei, beziehungsweise eben Soragoi, die auch recht groß sind. Am größten aber wie immer die Karashi. Ich werde jetzt auch die Karashi und die Kohaku bzw. den ein oder anderen Showa, der eventuell rauskommt, werde ich jetzt weiter großziehen in dem Aufzuchtbecken und die Chagoi, Ochiba, Soragoi und so weiter werde ich in den Naturteich setzen, der ja jetzt komplett frei ist. Mit in den Naturteich kommen dann auch noch die braunen oder naturfarbenen Koi, die bei meinem Bekannten groß geworden sind oder hochgekommen sind. Das dürften dann auch noch mal um die 50 bis 60 kleinen Fische sein. Diese sind aber deutlich kleiner als meine. Hier habe ich euch mal 3 helle Kohaku herausgefangen. Davon habe ich relativ wenige. Hier könnte sich eine Art Tanshu entwickeln. Leider hat er hinten am Körper auch noch rot. Allerdings finde ich die Fische in dem jetzigen Alter, also die sind jetzt etwas mehr als 2 Monate alt, doch schon sehr interessant und die Färbung auch doch schon sehr gut ausgeprägt. Das hatte ich im letzten Jahr eigentlich gar nicht. Da haben sich, wenn überhaupt, die Farben erst später entwickelt. Teilweise erst fast nach einem Jahr. Von dem her bin ich dieses Jahr echt überrascht und sehr positiv gestimmt. Das Ganze sind ja wieder mehr oder weniger Zufallszuchten. Hier dürfte wohl die Mutter der Showa gewesen sein. Und hier müsste auch Karashi-Blut definitiv mit drin sein. Daher bin ich mal gespannt, wie die Kohaku dann wachsen werden und wie sie dann nach ein paar Monaten aussehen. So, hier habe ich euch nochmal 3 dunklere Kohaku herausgefangen. Hier seht ihr auch im Prinzip die Farben gleich, bloß eben die Anteile anders. Also das Rot ist eher noch orange,
Das Ganze wird aber, denke ich, die nächste Zeit auf jeden Fall nachdunkeln. Und wie bei den anderen Fischen auch eben hier wahrscheinlich Karashi-Blut mit drin. Ihr seht auch, die Größe ist verhältnismäßig zu den kleinen Karashi gar nicht so viel schlechter. Die Fische sind auch sehr hungrig. Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So, hier möchte ich euch nochmal drei etwas speziellere Koi zeigen. Bei diesem kleinen Kerl bin ich mir noch gar nicht sicher, was es wird. Ich vermute, dass es ein Showa sein könnte oder eben ein Shiro Otsuri oder ähnliches. Im Moment ist er hauptsächlich eigentlich schwarz und weiß. Man kann vielleicht ein bisschen rot erahnen. Ich habe aber, wie gesagt, keine Ahnung, wie es sich weiterentwickelt. Es wäre natürlich schön, wenn ein Showa dabei rauskommt. Ich freue mich natürlich aber auch so, egal wie sich der Fisch weiterentwickelt. Hier ist dann ein, ja, man könnte sagen Karashi, allerdings finde ich, hat er einen relativ metallischen Glanz. Es könnte also sein, dass es sich hier auch um einen kleinen Ogon handelt. Das werde ich auf jeden Fall auch weiter beobachten und euch davon berichten. Der Karashi daneben, oder eventuell ja auch ein Ogon, hat einen schwarzen Punkt auf dem Kopf. Hier bin ich gespannt, ob der Punkt bleibt, vielleicht sogar größer wird, oder ob der wieder verschwindet. Muss man halt jetzt einfach mal Erfahrungen sammeln. Deswegen werde ich die Fische auch mit großziehen auf jeden Fall. Und wir werden dann sehen, ob vielleicht tatsächlich hier auf irgendeine Art und Weise ein Ogon rauskommt. Bei den Elterntieren war definitiv keiner dabei. Ich habe in dem Teich keinen einzigen Metallic Koi. Allerdings kann es ja sein, dass irgendwann mal ein Metallic Koi eingekreuzt wurde und das jetzt eben wieder herausgekommen ist. Zum Schluss habe ich euch jetzt nochmal drei Ochiba, beziehungsweise zwei Ochiba und einen Chagoi herausgefangen. Diese kommen jetzt, wie gesagt, in den Naturteich und dürfen sich da entwickeln. Hier der Chagoi. Und hier die beiden Ochiba. Der eine Ochiba mit einer relativ dominanten Blaufärbung und einem braunen Fleck auf dem Kopf. Und der andere Ochiba mit einem eher braunen Grundton. Insgesamt waren es 14 Chagoi, Soragoi, Ochiba und so weiter. Und 16 Kohaku, Karashi und Showa. Also genau 30 Fische. Es war dieses Jahr kein einziger dabei, der irgendeine Fehlbildung hatte. Zumindest ist mir noch nichts bis jetzt aufgefallen. Also keine fehlenden Flossen oder krumme Flossenansätze, fehlende Kiemendeckel und so weiter. Wirklich 100% okay. Das finde ich jetzt auch eigentlich sehr überraschend, da letztes Jahr der Anteil doch relativ groß war. Natürlich dieses Jahr auch einfach die Anzahl an Fischen wesentlich geringer als letztes Jahr. Vielleicht hängt das Ganze damit zusammen, dass dieses Jahr vielleicht einfach nicht so viele hochgekommen sind, da die Auslese doch viel stärker war, da ich die Vorwüchsigen nicht herausgenommen habe. Aber ich bin mit diesem Ergebnis im Vergleich zum Aufwand, den ich betrieben habe, äußerst zufrieden. So, das soll es dann auch schon gewesen sein mit diesem kurzen Update zur Aufzucht 2018. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche von den Fischen euch am besten gefallen haben und über welche ihr weiterhin etwas sehen möchtet. In diesem Sinne, euer Chris von Chris Koi Garden Blog. Ciao!